Die von unserem Spitzenpaar bereits angekündigt worden ist, wird das Schwimmbad als Zuschussbetrieb der Gemeinde an unsere Kirche verkauft. Nun hat die evangelische Kirche einen Antrag an die Gemeinde gestellt, ob denn nicht ein Pfarrer und ein Bademeister einmal im Jahr für 4 Wochen eine Job-Rotation durchführen können. Dadurch könnten sich die Angestellten bei der Lage auf die zukünftigen Aufgaben besser vorbereiten. Im Vorfeld dieser neuen Aufgabenverteilung hat sich ein Bademeister bei mir gemeldet. Da er in den Wintermonaten doch viel Freizeit hat, würde er heute gerne mal hier auftreten. Zum ersten Mal die Frage an unser Nahpublikum: Wollen wir den reinlassen? Also, liebe Herren, da lesen Bademeister, der springt öfters mal ins Wasser. Der ist mit den Ohren unter Wasser. Da hört er nichts. Hat auch vielleicht Probleme damit. Nochmal die Frage: Wollen wir den reinlassen? Kapelle, bitte Einzugsmarsch für einen Bademeister. Zur Badebekleidung gibt es zu sagen, da kann man
manche hier nicht glaubt, drum mache ich mich jetzt oben frei. Der Elternrat ist auch dabei, ich darf bitten, meine Herren, sie wolle das Ding doch auch loswerden. Da ist die Regel Nummer 2, in Eschbach schwimmt man oben ohne frei. Es ist auch schon einmal passiert, dass Gäste haben uriniert, allerdings nicht auf dem Klo, sondern ganz woanderswo. So ein Wachs hab ich erwischt. Wo? Das glaubt ihr sicher nicht. Der wollt entleeren seine Blase direkt vor mir, vor meiner Nase. Drum greift ihr Baderegel 3. Man pullert nicht ins Wasser, nein. Besonders dann nicht ganz konkret, wenn man auf dem Sprungturm steht. Ich kontrolliere ja alle Dinge, bin dabei doch schnell zu finden, stehe unter dem Schirm mit meinem Bein und guck, wer kommt ins Schwimmbad rein. Ich stehe deshalb unter dem Sonnenschirm, weil das ein Schutz ist für mein Hirn. Sonst kommt der Kopf, man wird begreifen, dann wäre ich ständig nur am Pfeifen. Meinen Standort habe ich wohl gewählt, damit ich sehe, wer da geht. Und wer mit Pommes will, kann passieren, den tue ich ganz schnell einkassieren. Denn hier greift Regel Nummer 4. Ein jeder soll es wissen hier, mit Essen in dem Schwimmbereich geht hier nur über meine Leiche. Da war letztes Jahr eine Frau, eine Nette, die musste ich täglich 4-mal retten. Das war Stress, doch für das Leben hat's Überstunden frei gegeben. Die habe ich dann gleich arrangiert, damit das öfters noch passiert. Doch hab ich dabei nicht bedacht, was Wasser regelmäßig macht. Ihr fragt euch sicher, was ist das? Wasser macht dann völlig nass. Und wenn ich dann kopfüber springe und plötzlich dann im Wasser bin, fällt mir 7 Teils dann ein, mein Handy hüpfte auch mit rein. Jetzt greift ihr Baderegel 5. Hüpf ins Wasser, die mit Strümpf, leer zuvor die Taschen aus und hol zuerst das Handy raus. Darum wird hiermit aufgeklärt, ein Leben ist ein Handy wert. Ein Wachs, das kam im letzten Jahr ins Rathaus unserer Klagemahr. Da wollte eine Glaubensgruppe ein Mitglied mal ins Wasser stupfen. Das soll geschehen auf ihre Weise und wird bei denen Taufe heißen. Als die Bagage ins Schwimmbad kam, da war sofort bei mir Alarm. 15 waren avasiert. Doch dann, da ist der GAU passiert. 500 standen vor den Becken. Mich tut ja sonst gar nichts erschrecken. Doch da sage ich um raus, war selbst bei mir der Ofen aus. Und als die Sippe angerannt und jeder dann im Wasser stand, da wollte ich gar nicht mehr glauben, dass die nur eine wollte taufen. Und das all mit ihren Kleidern, da war auch ich ruckzuck gescheiter. Ich wurde über den Tisch gezogen, die Gemeinde wurde belogen. Von wem? Das weiß heute keiner mehr. Das zu glauben, fällt mir schwer. Drum hier die 6. Regel. Die gilt für Christ und jeden Flegel, Protestant und Katholik und was weiß ich, was noch wir sind. Ihr habt eure eigenen Becken, wo ihr könnt den Kopf reinstecken. Manchmal muss ich auch was tun. Kann nicht nur an meinem Schirmchen ruhen, wenn die Leute von der DLRG mit Schuhen durch die Wärmhalle gehen. Dann stelle ich mich vor diese Tür und staunz die an. So läuft es hier. Drum greift ihr Regel Nummer 7. Mit Schuhen wird da rausgeblieben.
geht es nochmal ab. Der Besucher kommt auf Trab, wenn hinten auf der Liegewiese der Rasensprenger tut dann diese. Den schalte ich pünktlich abends an, damit auch jeder heimgehen kann. Drum kommt hier Baderegel 8, das Bad wird pünktlich zugemacht. Wenn Wolken sind am Horizont, dann läuft es anders als gewohnt. Dann mache ich schon um 7 zu, da hat ganz schnell die Armseeruhe. Da meckern ab und zu die Leute, das Wetter wäre so schlimm nicht heut. Doch die Erfahrung, die zeigt her, wo keiner ist, baut keiner mehr. Ein Vorfall aus dem letzten Jahr, jeder weiß, was damals war. Ein Eimer Fett hat sich verirrt und ist ins Becken reinrotiert. Aus diesem Grund wird kontrolliert, damit des Nächtens nichts passiert. Ein Wachdienst dreht nun seine Runde, eine Person mit seinem Vandalen sind nicht mehr im Bad, doch wird ertappt auf frischer Tat. Nackedine und Nackedei, was die dort machten, ei, ei, ei. Drum hier die 9. Baderegel, die gilt für Kind und deren Kegel. Wenn's dunkel wird, da geht man heim, da soll es auch gemütlich sein. Ich nutze meine Arbeitszeit, weil ich bin ja so sehr gescheit. Halt Kurse immer gern, wo Kinder dann das Schwimmen lernen. Dass ich das mache, ist doch klar. Am besten ist das Honorar. Die Kinder paddeln an der Stange und ich motz die ständig an. Pädagogisch ist es gut. Das macht den Müttern immer Mut. Die verstehen mein Verfahren und haben selten an mich Fragen. Hier die Regel Nummer 10. Wenn Nichtschwimmer ins Wasser gehen und Blut den Kinderarm verlässt, sitzt der Flügel viel zu fest. Ich hoffe ja, dass im nächsten Jahr kommt der Beschluss von der Gemahl und der Abriss wird gemacht, was mir noch mehr Freizeit schafft. So wahr ich stehe an diesem Platz, dann habe ich Zeit für meinen Schatz, kann im Sommer Urlaub machen und noch andere tolle Sache. Drum hier die Regel Nummer 11. Die kommt immer vor der 12. Geht niemand in der Schwimmbad rein, da hat der Bademeister frei. Genau. Einmal baden gehen. Siehst du einen Mann am Becken stehen, der schaut, dass jeder richtig schwimmt und kein Gast plötzlich ertrinkt. Wenn doch mal was passiert, dieser Meister schnell agiert, denn es ist ja sein Bestreben, dass jeder Gast bleibt hier am Leben. Zum zweiten Mal hier in der Bütt berichtest du aus deinem Beritt, drum reiche ich den Jokustrank weiter an den Stornfelsrank. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen unseren Bademeister selbstverständlich schon mal vor. Er ist unter anderem der erste Vorsitzende der DLRG, das heißt ein Mann vom Fach. Er kennt sich bestens aus. Unser aktiver Elberath-Mitglied Frank Stornfels. Frank, selbstverständlich will ich deinen Schnappen. Was bedeutet die Abkürzung DLRG? Den lasst ruhig schnuckern, Frost. Come on.
schön. Und ich darf Sie bitten, liebe Herren, lesen. Stimmen Sie mit mir ein, auf unseren Bademeister, auf unseren Frank Stammfels, ein dreifach neunes X-Box! 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 Danke, vielen Dank, wir sehen uns gleich wieder nach der Pause. Auf zum Spaß für unseren Bademeister!